So, und damit, hallo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum ersten Video von Mechanika. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich habe keine Ahnung, wo es geht. Es geht, glaube ich, nur irgendwie um ein junges Mädchen, das einfach von allem abgefuckt ist und sich dann irgendwie was bauen will, um die Erde oder Herrschaft über die Erde zu bekommen und alles so zu machen, wie sie will. Ist natürlich mal wieder ein Playstore-Fund, den ich ganz interessant fand. Einfach weil mich dieser komische Stil einfach gereizt hat. Aber mal sehen, worum es geht. Das bin ich, Nika. Ich bin 7 Jahre alt und ein bisschen sonderbar. Das sagen die zumindest. 7. Du bist 7. Ich habe ja schon immer gemacht, Sachen zu reparieren. Die Wahrheit ist, ich mag es, meine Hände zu benutzen. Alles, was mit Elektronik oder Mechanik zu tun hat, überlasse es mir. Ich liebe es einfach. Bücher haben mir immer weitergeholfen. Stimmt. Deswegen haben Bücher, die Zeitverschwendung sind. Aber Technikbücher sind super. Aber manchmal brauche ich ein bisschen Hilfe. Hat er sich da echt jetzt ein Whisky oder so oder einen Scotch reingezimmert? Mit 7. Dann nehme ich einen Schluck von meinem besonderen Gebräu. Cognac und Kakao. Ciao. Bis 7, ey. Cognac. Es hilft mir dabei, Dinge klar zu sehen. Und dann komme ich über den Experimenten weitermachen. Ich mag die Schule nicht. Anstatt uns nützliche Dinge beizubringen. Na gut. Ignoriert man. Ignoriert uns meine Lehrerin komplett. Die spielt an ihrem Handy und gibt uns Klausuren, die ein Kindergartenkind machen könnte. Nika, ich komme, kann ich hören. Ist mir egal. Die meisten meiner Klassenkameraden sind nicht sehr klug. Also unten rechts, das ist mir ungefähr. So sind meine Klausuren meistens. Ich bin sicher, meine Eltern interessieren sich auch nicht für mich. Ehrlich gesagt, fühle ich mich auf dieser Welt ein bisschen einsam. Aber genug beschwert. Ich habe keinen Bock auf diese sinnlose Klausur. Lass uns von hier verschwinden. Okay. Ah, ich kann laufen. Kann ich was machen? Ja, und du? Okay, das ist mein Rucksack. Da drin. Es gibt eine, die ich immer bei mir habe. Mein Schlüssel, mein USB-Stick und mein Flachmann. Das ist doch nicht mal ein USB-Stick, Mann. Wenn du eine Pause machen möchtest, benutzen wir den Schlüssel, um zum Müll zurückzukehren. Okay. Der USB-Stick verwenden wir, um unseren Fortschritt zu speichern. Ah, cool. Aber immer wenn wir einen Ort verlassen, wird unser Fortschritt auch gespeichert. Also kein Grund zur Sorge. Cool. Im Flachmann habe ich ein besonderes Gebräu. Ja, Cognac und Kakao. Cognac und Kakao. Das schmeckt super. Mit 7, ey. Wenn ich nicht sicher bin, was ich tun soll, nehme ich einen Schluck. Sobald ich Trunkenheit vorübergegangen... Ach so, die Trunkenheit vorübergegangen ist, kann ich Dinge viel klarer sehen. Es funktioniert fast immer. Super. Siehst du die Seite von meinem Rucksack? Ja. Im Moment haben wir nur ein Frühstück. Ein Tupperwares voll Gemüsebrei geht. Er sieht doch echt nicht lecker aus. Wenn wir Dinge einsammeln, erscheinen sie hier. Cool. Und dann noch etwas. Oh ja. Normalerweise spreche ich so. Aber ich kann es auch so machen. Für mich ist es okay, so zu machen, wie es am liebsten hast. Also, wie soll ich reden? So? Oder so? Na komm, wir machen das. Lass das so. Und das war's.
Lass uns etwas Interessantes machen. Obwohl das schwierig wird, wenn wir noch im Klassenzimmer sind. Also, lass uns von hier verschwinden. Warte mal. Ah. Das ist der Viereck. Nein! Wollte ich doch gar nicht. Hier gibt es nichts zu tun. Sollten wir Klausurieren ab. Ja, wie? Wie kann ich das Ding jetzt abgeben, Mann? Ja, und jetzt? Okay, ich habe mit der Steuerung irgendwie gerade nicht so klar. Hä? Was ist das? Ich check's nicht. Integrieren, abbrechen, Rucksack. Integrieren, anzeigen. Gehen. Rennen. Ach so! Dämlich, ich habe mich schon gewundert, was er hier mit dem Zeiger soll. Hey Agatha. Hey Nika. Sie sieht sehr müde aus. Du hast große Regen unter den Augen. Ja, danke meine Schlafstörung. Ich frage mich, ob es vorteilt, nicht zu schlafen. Ich arbeite in der Metzgerei meiner Eltern. Wenn du nicht pennen kannst, ja, läuft bei dir. Ein kleines Mädchen, das nachts arbeitet, kriegt nach Kinderarbeit. Es macht mir nichts aus, ehrlich gesagt, gefällt es mir. Sie könnte das Spaßiges machen. Ich wirklich mag den Job und den Tieren nah zu sein. Und das Fleisch. Den Tieren nah zu sein. Später. Tschüss. Komm, kann ich mit der Mucke hören? Nö. Aber ich will jetzt nicht mit jedem einzelnen Hampelmann hier quatschen. Ja, das wisst ihr, wovon ihr redet. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Formel ist. Ich will ihn nicht stören. Markus, oder? Das bin ich, was brauchst du? Sieht verdächtig aus. Ist nicht heiß da drin? Yep, ich koche, aber das ist nun mal das Leben eines professionellen Dealers. Digga, du bist 7. Ein professioneller Dealer? Yep, ich tausche Dinge. Wenn du das hast, was du nicht magst, tausche es gegen etwas anderes. Wer bekommst du die Ware? Von meinem Erbe von meinen alten. Was ein Forschen für eine. Boah, was, Alter? Kann ich mal lesen? Als er gestorben ist, hat er mir alles hinterlassen, damit ich das meiste daraus machen kann. Was für Dinge hast du? Ich habe darauf gewartet, dass du fragst. Bereit? Ja. Er hat einfach eine Knarre.
zwei Knarren. Gefällt dir etwas? Das Handy, das Gewehr, die Bombe, die Sprühdose, die Marken, die Waffe. Ich würde gerne nochmal Ware sehen. Die Bombe. Ich glaube, ich habe die Bombe gesehen. Fernsteuerbar, man kann Chaos von einem Sofa aus anrichten. Ich könnte sie gegen Gemüsebrei tauschen. Nein, vielleicht für etwas anderes. Ein bisschen drin. Ja, da kann ich nicht raus, da ist doch Strom drauf. Ah, ich kann sogar rennen. So, ich gehe durch die Tür hier. Rein da. Jenny, Raskal, Lauri. Gucken, haben wir gerade eine Mülltonne? Nee. Ich habe den letzten Stück Papier genommen. Hahaha. So wie die Tür aussieht, ist ziemlich klar, dass nicht jeden weiß, wie man Graffiti macht. Soll das vielleicht abschließen? Erwischt. Gab's auch Trophäe. Das ist eine Toilette. Ja, das stimmt. Da spiele ich jetzt so ein Strange Talk. Glänzt mir noch, gab sogar eine Trophäe. Es ist ein elektrisches Handtor. Elektrisches Handtor. Ja, funktioniert nicht. Blöd. Kann ich hier noch was machen? Nö. Okay, wie komme ich jetzt hier raus? Freut ihren Freund an. Mal mit dir quatschen. Hallo. Hey, wie läuft's? Seid ihr eine Breakdance-Crew? Ja, wir sind Mongo. Mongo Tropokol. Und wir sind super. Die trainieren vermutlich. Trainiert ihr? Yep, wir machen bei einem Wettbewerb namens Go With The Flow mit und wir müssen trainieren, damit wir uns qualifizieren. Boah, ist das schwierig zu lesen. Ich hätte doch die andere Schrift nehmen sollen. Heftig. Wir sind ziemlich gut. Ihr seid ziemlich gut. Danke. Wir müssen noch mehr üben, wenn wir gewinnen wollen. Mongo Tropical. Tropokol. Aber Freunde von uns machen Videospieler Mongo Protocol. Mango Protocol. Ihnen zu Ehren haben wir uns Mongo Tropokol. Stimmt, sind natürlich unglaublich, wie man, deswegen kommen wir so gut miteinander aus. Lass uns das Thema wechseln. Ihr habt ein tolles Soundsystem. Jemand achtet hier auf uns Ehren, ist das Soundsystem nicht mal aufgefallen. Ich lasse sie wieder in Form mit Ehren. Einfach da Dinge nehmen. Claudert. Ist der für ein Heino? Hey. Hey, Freund. Oh, der geht auch ab. Es tanzen nur zwei. Tanzst du denn nicht? Ich und Sarah, Jera sind immer super. Sie brauchen mehr Übung. Das ist wirklich fürs Breakdance gekleidet. Bist du nicht ein bisschen zu smarte Kleider für Breakdance? Ich fühle mich eigentlich echt wohl. Ich gehe mit dem Flow. Okay, ich bin weg. Keine Sorge. Ja, wenn ich da jetzt dran fass.
Also, ich will diese Schule zerstören, das verspreche ich. Brathähnchen. Ich habe eine Trophäe, Brathähnchen. Sie scheinen echt interessiert zu sein, was ihr Freund ihnen erklärt. Hey Mädels. Hallo. Was macht ihr hier? Wir lernen etwas Quantenmechanik. Glaubst du, Schrödingers Katze ist tot oder lebendig? Lebendig? Schrödingers Katze, ja. Schwierige Frage, ne? Ich sag lebendig. Nur ich glaube, sie ist tot. Tot? Niemals. Sie ist ganz klar lebendig. Tot und lebendig. Naja, in einer gewissen Art und Weise ist sie das. Solange wie man nicht reinguckt, ist sie tot oder lebendig. Also, das ist nicht möglich. Wir bevorzugen klassische Physik. Ich weiß nicht, wer zu sein weiß es nicht. Komm schon, da gibt es letztes Ende. Spielt das keine Rolle, ein wichtiger Teil ist die Diskussion. Okay, sie ist echt gut gekleidet und ihr seid beide sehr hübsch. Danke, wir haben dieses Outfit einfach zusammengeworfen. Guter Lehrer. Scheint, als wüsste er, wovon er spricht. Justin? Er ist unglaublich. Er ist der Nachbarschaft der Beste in Quantenphysik. Ich lasse euch weiternehmen, okay? Danke, bis dann. Ich will ihn nicht stören. Weißt du, worauf dieser Zaun Strom ist? Vermutlich damit wir nicht entkommen können und sie uns unter Kontrolle haben. Es ist wohl ein bisschen übertrieben. Ich glaube, ein normaler Zaun würde ausreichen. Unterschätze nicht das psychopathische Potenzial unserer Freunde. Die Wahrheit ist, dass davon. Ach, ich drücke mal viel zu schnell. Ja, es gibt ja ein paar Leute, die ziemlich seltsam sind. Da liegst du nicht falsch. Es gibt ein paar seltsame und gefährliche Leute. Ich kümmere mich wieder um meine Sonne. Yep, es gibt ein paar Leute. Achso, ja. Mann, oh, ich war doch die. Ja. Bombe will ich wo haben. Oder die Knarre. Aber was bringt mir die Knarre? Oder das Handy? Gib mir die Bombe. Nein! Och, Gottes Willen! Darf ich jetzt wählen? Was kann ich mit der Sprühdose jetzt hier machen? Hallo, geht das? Cool. Es ist ziemlich cool geworden, findest du nicht?
Ja, kann ich die Tür wieder zumachen hier? Ups. Ah, okay. Die Lehrerin hat mich erwischt. Ich dachte, es ist noch in Klasse und spielt am Handy. Ja, ich bin mir sicher, sie hat nur darauf gewartet, dass ich etwas falsch mache, damit sie mich bestrafen kann. Ja, auch immer, mal sehen, wohin sie mich bringt. Das Büro des Direktors. Die achtet mehr auf die Fliege als auf den Direktor. Direktor, was für eine Überraschung. Ich komme nicht zum ersten Mal Ärger in der Schule. Manchmal war ich im Monat aufpassen. Und manchmal war ich die Lehrerin auslache. Kann man immer machen, ne? Einfach mal stumpf die Lehrer auslachen. Wer hat das früher nicht getan mit 7? Er hat mir gesagt, ich bin eine Woche der Schule verwiesen. Als ich nach Hause komme, wissen wir halt da schon lange davon. Hast du recht. Und sie sagen dasselbe wie immer, dass ich mich konzentrieren muss. Schön. Dass ich meine Lehrer respektieren muss. Ich hab das alles satt. Okay, das war jetzt scheiße betont. Ich hab das alles satt. Der Moment ist gekommen, das alles zu beenden. Ich mag die meisten Leute nicht. Und es gibt einen Haufen furchtbarer Dinge auf dieser Welt. Wieso brennen seine Haare? Sie sollten verschwinden. Und dafür muss ich mein Geheimprojekt abschließen. Mechanika oder Mechanika. Dann kann ich die Welt übernehmen und sie so gestalten, wie ich will. Mein Gott, ich Synchronsprecher werde ich auf jeden Fall nicht. Ich werde aus meinem Verweis das Beste machen. Was ist denn jetzt los? Und die Zeit nutzen, nur ein Projekt abzuschließen. Wenn ich alle nötigen Komponenten finde, kann ich Mechanika konstruieren. Tesla! Oh, sogar ein Beamo! Dann mal los. Guck mal, ein Beamo von Adventure Time. Beamo! Beamo! Oh, kann niemand nutzen. Okay, cool. Was muss ich denn haben? Tesla, was haben wir oben? Art. Java. Akira! Wer kennt nicht Akira? Batman. Soll eine Hexe sein da oben? Und das andere? Physics. Physics mit I. Mechan. Mechan Akira. Oh Gott, dieser Anime, den habe ich ja aus den 80ern schon ewig nicht mehr gesehen, ey. Müsste ich mal wieder gucken. Komm. Mail Program Reboot, bla bla. Ich bin drin. Wo drin denn? Von einem Laptop. Ich habe eine E-Mail von Robo Podcast. Mal sehen, was in der E-Mail von Robo Podcast steht. Immer noch unsere Wettbewerbsteilnehmer, um die Chance zu haben, ein kostenloses Multimedia-System zu gewinnen. Beantworte die Frage richtig und du gewinnst einen Preis. Das wäre sehr nützlich für mein Projekt. Ich sehe mir mal die Frage an. Welche der folgenden Riesenroboter brauchen zwei Piloten zum Steuern? Evangelion? Nein, der hat nur einen. Maxin Z? Optimus Prime? Optimus Prime auf jeden Fall nicht. Magingen Z? Marzingen? Keine Ahnung, sagt mir nichts. Gipsy Danger? Metal Gear Rex? Metal Gear Rex hat auch nur einen. Und er hat nur Solid gesteuert. Ich lese die Frage nochmal. Ich bin nicht sicher, beantworte es später. Also, wenn wir jemanden kommen, Evangelion hat nur einen. Evangelion nur eins. Die haben alle nur einen Piloten. Wer kennt nicht Evangelion? Alter, eine geile Serie. Maginja Z. Was ist denn? Mal googeln, ne? Der Name sagt mir mal, Optimus Prime ist ein Roboter. Also brauche ich keinen Piloten. Heißt er. Mazinger Z. Mazinger Z. Mazinger Z, eine Japan 20 Manga-Serie des japanischen Zeichners, bla bla bla. Nehmen wir als Anime verfilmt wurde, gesendet war die erste Anime-Serie, die der Kinder bzw. Jugendliche als Piloten Riesenroboter steuern um die Welt. Aber da war auch nur ein Piloten. Okay, Mazinger Z. Optimus Prime hat keinen. Gipsy Danger.
Ach, da sind die. Ach, da, der von Pacific Rim. Ja, der ist das. Wollte sagen, ich habe mir damals gesagt, ja, Metal Gear Rex hat auch noch Gypsy Danger. Das ist der von Pacific Rim. Gypsy Danger. Das ist einfach. Gypsy Danger von Pacific Rim. Ah, siehste? Sag ich doch. Ich wusste den Namen halt noch nicht. Aber zum Beispiel, das schmeckt richtig gut. So Easter Eggs gesendet. Jetzt muss ich nur noch darauf warten, dass sie mir den Preis nach Hause bringen. Naja, es sei denn, ich habe zu mich geirrt. Das Michael Nikon Manifest lesen. Mal sehen. Okay. Ahem. Projektmechaniker plant zum Zerstören aller Dinge, die nicht cool sind. Es klingt einfach so gut. Egal. Weiterlesen. Ich, Nika Allen, 7 Jahre alt, habe diese Welt gründlich satt. Kann ich verstehen. Meine Eltern kümmern sich nicht um mich, mein Bruder beachtet mich nie. In der Schule wird mir nie etwas Nützliches beigebracht. Es gibt einen Haufen Dinge, die nicht existieren sollen. Hat sich Tesla gerade bewegt? Aus diesen Gründen habe ich beschlossen, alles zu zerstören, was nicht cool ist. Mit Mechanika werde ich die Dinge und die Leute, die ich nicht mag, zerstören und eliminieren. Ich fange zu Hause an. Dann die Schule, diese Stadt, die ganze Welt. Ich werde alles los, was langweilig und sinnlos ist, und dann wird diese Welt der bessere Ort. Wenn es nicht cool ist, wird es vernichtet. Wenn du nicht cool bist, versteck dich. Mechanika ist kein rein starkes Zeug. Sobald ich mit dem Projekt fertig bin, verteile ich dieses Manifest. Eine Party wird beginnen. Genau. Und was jetzt? Ben, zurück zur Mission. Kommt. Habt ihr da irgendwie eine Liste oder so, was ich brauche? Batman! Tesla, irgendwelche Komponenten. Beemo. Wieso läufst du nicht, Beemo? Ich sehe jetzt nichts Interessantes. Okay, dann öffne die Tür. Was? Das will ich zum Speichern. Wir können die Verwendung des Spiels zu speichern. Möchten wir Space Stick zum Speichern? Also wir können. Ich will ihn das. Ja. Spiel gespeichert. Schön. Hallo. Boah, da. Das einzige Projekt Silchen Posten Poster, das existiert. Da kann ich so machen. Ich sollte mir die Komponenten jetzt schnappen, bevor ich mal so. Wo hast du die denn? Komponentenliste? Mein Poster zu Nikola Tesla, dieser Typ war unglaublich. Ach so, ah, super, die Liste der Komponenten, die ich brauche, um Mechanik abzuschießen, steht auf dem Post. Oh, ein bisschen, ne? Hier können wir sehen, welche Dinge wir noch für das Projekt brauchen. Munition, Ölkanister, eine Linse, Spiegel, Kompressor, Ventilator, Keilriemenantrieb, eine Säge, Bildschirm und eine Zündkerze und Blätter. Wenn wir all diese Gegenstände haben, können wir in mein Zimmer gehen und sind durch Druckluftbestätigere tun. Achso, hier hinten im Prozess. Von da geht sie in die Montagemaschine. Das war's. Lass uns die Komponenten finden. Okay, cool. Ja, gut, so liebe Leute, ich muss sagen, dann bin ich auch mal hier das Video. Schön, dass ihr mit dabei wart, und ich muss sagen, das Spiel ist auf jeden Fall schon scheiß witzig. Also ich find's echt cool, muss ich sagen. Bockt auf jeden Fall. Manchmal war ja schon ein paar Easter Eggs drin waren, von wegen Metal Gear Solid, Pacific Rim, Evangelion, ja, Danger Z oder wie der Bums heißt, kann ich nicht. Ich kannte den Roboter wohl. Aber das war's. Was ist das? Waschmaschine, okay. Ich find's auf jeden Fall scheiß witzig jetzt schon. Gefällt mir gut. Manchmal sind auch die kleinen Spiele einfach kacken witzig. Und gut. Sie dreht sich sehr schnell. Mach sie aus. Sie ist schon an. Mach sie aus. Okay, kann ich also nichts machen? Doch, Wäsche. Die Wäschekorb. Gut, wenn ihr Bock drauf habt, dann seid gerne beim nächsten Mal dabei.
wenn wir da unseren Plan in die Tat umsetzen wollen, oder zumindest Mika, Nika, gucken, ob es jetzt schafft, ob wir alle Komponenten zusammenkriegen. Und was dann passiert, oder ob das einfach nur irgendwelche Sperenzien von irgendeiner 7-Jährigen sind, wobei, wenn die schon Cognac säuft, soll da schon was hinter sein. Jo, wenn ihr Bock habt, dann seid gerne beim nächsten Mal dabei. Wäre ich ganz gerne mich selber freuen. Würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dahin und tschüss.